So, in einer weiteren Folge über unsere kleine bunte Großstadt möchte ich heute mal den Marktplatz vorstellen. Den Marktplatz mit dem historischen Rathaus und einem sehr interessanten Gebäudeensemble, was diesen säumt. Also ich schwenke hier einmal ringsum, um so einen ersten Überblick zu erhalten. Alles sehr schön sanierte Häuser, verschiedenen Geschäften. Sehr markant auf dieser Seite die Marktapotheke, ja, mit Haus mit langer Tradition und Geschichte, ja, und bis heute eine sehr wichtige Einrichtung. Wir gehen jetzt hier einfach mal lang über den Marktplatz. Der Marktplatz, der bis heute für die Stadt sehr wichtig ist. Immer Dienstag und Freitag findet ein frischer Markt statt. Das Stadtfest findet hier statt. Auch der Weihnachtsmarkt hat hier seine Heimstätte. Schauen einfach mal hier entlang der Häuserzeilen. Wie gesagt, alles schön saniert, bunt, passend zum Motto bunte Großstadt. Der Markt erfährt hier eine kleine Verlängerung. Hinter dem Rathaus, ich schwenke nochmal auf dieses, mit langer Geschichte, markant der Rathausturm. Vor ca. 20 Jahren das letzte Mal umfangreich saniert. Seitdem erstrahlt es hell und freundlich. So, wir gehen hier einfach mal weiter. Über die Rückseite vom Rathaus. Dieses zweite Gebäude gehört auch dazu. Dort befindet sich das Bürgeramt, Pass- und Meldewesen, also alle Dienstleistungen für die Einwohner der Stadt Bad Düben. Wir gehen hier einfach mal weiter über das doch sehr schöne Altstadtpflaster und nähern uns so langsam den benachbarten Straßen vom Marktplatz. Ein sehr schönes Gebäude finden wir hier auf der linken Seite, ebenfalls farbenfroh gestaltet, Fachwerk, was wir nicht ganz so häufig in unserer Stadt sehen. Interessant hier, der Marktplatz ist angeschlossen an überregionale Radwege, Wanderwege, die entsprechend auch in der Innenstadt ausgeschildert sind. Wir gehen hier einfach mal weiter. Viel Grün in der Stadt, werden wir gleich noch ein bisschen mehr sehen. Auf dem Weg zum Kirchengelände, sogenannte Nikolaiviertel. Die Nikolaiviertel-Ecke mit ihrer Kirche, Stadtkirche, ist nur wenige Minuten fußläufig hier vom Marktplatz zu erreichen. Genau diese steuern wir jetzt einfach mal an. Auch hier sehen wir wieder reichlich Grün, was die Stadt ausmacht. Und gleich hinter dem Haus kommt jetzt der Kirchturm in Erscheinung. Mit 63 Metern das höchste Gebäude der Stadt. Die Kirche wird vielfältig genutzt, auch für Kulturveranstaltungen, selbstverständlich auch für Gottesdienste. Das gelbe Gebäude dort vor, direkt der Kirche, ist die evangelische Grundschule. Eine wichtige Einrichtung für die Bildungslandschaft unserer Stadt. Hier rechts sehen wir auch entsprechend dann weitere Außeneinrichtungen, die zur Kirchschule dazugehören. Wir gehen einfach mal zurück. Also wir sind jetzt vielleicht 200 Meter gelaufen vom Rathaus und waren direkt an der Kirche. So, wir gehen jetzt hier wieder zurück in Richtung Rathaus. Kann auch mal hier nach rechts schwenken, die Häuser der Altstadt. Kurz vor 18 Uhr, Freitagabend, Geschäftsleben ist durch, deshalb relativ wenig Autoverkehr hier. Ein Nachteil unserer Innenstadt ist, dass die Straßenführung, die Bundesstraßen, leider direkt durch die Stadt geht, sodass rückseits vom Rathaus durchaus auch in der Woche Auto-Lkw-Verkehr zu vernehmen ist.
weitergehen, sehen wir links und rechts weitere Geschäfte der Stadt, die zum Glück auch immer wieder neue Eigentümer finden, sodass es auch weitergeht in der Entwicklung unserer Stadt. Links ein Schwenk, eine weitere wichtige Geschäftsstraße mit verschiedenen Angeboten, die unsere Stadt ausmachen. Wer sich die anderen Videos bisher schon angeschaut hat, der kann auch vielleicht mit dieser gelben Säule schon was anfangen. Das ist das innerstädtische Beschilderungssystem, was wir hier in Bad Düben nutzen. Und auch der Vorstadtweg ist hier wieder ausgewiesen. Die Wegeverbindung vom Heidespaar zur Innenstadt, welche direkt vom Rathaus ihren Startpunkt hat. Und das Rathaus steuern wir jetzt einfach mal an. Man merkt sogar jetzt Vogelgezwitscher, also die Stadt ist ziemlich leer, es wird ruhig, man kann hier relativ gut entspannen. So, direkt vom Rathaus finden wir dann auf der linken Seite auch den Startpunkt für unseren Großstadtweg. Das ist die gelbe Säule dort am Ende dieses kleinen Vorplatzes. Vor uns wieder die Geschäfte der Altstadt, die Buchhandlung, ein sehr bekanntes Eiscafé. Italiener haben mich bereits in den 70er Jahren Bad Düben entdeckt und dieses Eiscafé hier gegründet. Gehen jetzt mal weiter auf den Markt. Vor uns der Marktbrunnen. Die gab es schon immer. Das Gesicht hat sich etwas gewandelt. Das letzte Markante, was hier angebracht wurde, ist die kleine Figur auf der Spitze. Ein Engel. Warum ein Engel? Der Dübener Engel entstammt unserem Stadtwappen, ja, und soll die Stadt beschützen. Der Brunnen läuft immer ab Ostern bis in den Herbst hinein. Ist ein beliebter Treffpunkt für die Leute, um hier ein Eis zu essen, sich zu entspannen, unter den Lindenbäumen ein bisschen auszuruhen, Schatten zu genießen. Ja, oder sich zum Feierabend hier zu treffen. Vor uns sehen wir jetzt noch den Auslauf vom Markt. Ganz am Ende das Hotel National, welches dann auch bald wieder öffnet. Hier sehen wir nochmal das Problem mit dem Verkehr. Drei Bundesstraßen, die hier durch das Gebiet laufen. Also die B2, die B107 und die B183 müssen durch die Stadt geführt werden, weil es nur eine Muldenbrücke gibt. Und dies führt dann durchaus mal zu Lkw-Verkehr und entsprechenden Geräuschkulissen. So, ich habe jetzt noch eine Minute zu überbrücken, weil wir haben jetzt noch ein interessantes Highlight vor uns. Und zwar, wenn wir hier hoch an die Kirchturmuhr schauen, dann sehen wir dort schon zwei lustige kleine Böckchen. Diese Böckchen haben sich so ein bisschen zum Wahrzeichen der Stadt entwickelt. Sie werden immer zur vollen Stunde rausgefahren und schlagen dann gleich die Köpfe aneinander, wie wir das jetzt sehen, und signalisieren, es ist Punkt 18 Uhr. Das Wochenende kann offiziell beginnen. Wir sehen auch, wie sie ihre Köpfe aneinander zubewegen, um dieses Geräusch zu unterstützen. Interessant ist auch noch die Inschrift auf der Rückseite der Böckchen. Dort steht nämlich geschrieben, dass in diesem Haus kein Bockmist fabriziert wird. Ja, trifft vielleicht für die Ratsarbeit oder das, was in einem Rathaus so passiert, ganz gut zu. So, und mit dem Kirchturmschlag und nochmal eine Ausblendung hier auf den gesamten Marktplatz möchte ich auch dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat gefallen und ist ein weiterer Einblick in unsere Kurstadt Bad Düben. Und auch heute sage ich einfach mal, bis demnächst.